Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Und wie ihr seht, Leute, ich bin schon auf Level 50 oben. Wir fehlen auch nur noch 50 Level, dann haben wir den ganzen Battle Pass schon wieder durchgespielt. Aber das war's noch nicht mal, Leute. Wir haben auch noch wieder dieses 10-Level-System. Ab jedem 10. Level werden wir nämlich dann einen Style für die Skins noch freischalten, wie in der letzten Season. Also richtig krank, Leute. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann dort sind und das alles durchzocken dürfen und so weiter und so fort. Wir spielen heute mal ein bisschen Gruppenkeile, mal ein bisschen auf entspanntere Basis, Leute, weil, ganz ehrlich, wie soll ich das sagen? Ja, mir geht's halt auch heute noch nicht so besonders. Das war schon die letzten Tage der Fall gewesen, dass es mir immer besonders nicht ging. Vielleicht hat man das immer wieder mal in dem Video gemerkt, dass ich irgendwie schnell mal weg musste oder so, oder irgendwie es mir nicht gut ging und so weiter. Aber ich versuche das wirklich die Woche gerade noch durchzuziehen und zu schauen, dass ich vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, Leute, vielleicht irgendwie mal versuche hier ein bisschen, zu versuchen zu entspannen, auch ein bisschen zu versuchen, halt jetzt hier keinen Dumse zu bauen. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Einfach mal ein bisschen wahrscheinlich die nächsten Tage vom Süßzeug eher abnehmen. Also kein Süßzeug mehr trinken, so richtig. Weil, ganz ehrlich, das Ding ist einfach, wenn ich zu viel Süßzeug trinke, Leute, dann ist es halt so, dass, ja, dass man halt auch, vielleicht kann es auch sein, Leute, es kann auch sein, es liegt an meiner Laktoseintoleranz, weil, ich hatte damals wirklich auch schon damals damit zu kämpfen. Die ganze Zeit, ey, das hat mich damals so richtig abgefuckt. Aber Leute, ich kann es eh nicht einfach. Ich, ja. Versuch einfach mal die nächsten Tage keine laktosehaltiges Zeug mehr zu essen. Damit auch wirklich die ganze Laktose vielleicht mal raus ist oder so. Was soll ich jetzt hier machen? Die Kamera installieren. Steht dran. Wo soll ich die denn installieren? Willst du jetzt mal nicht sehen? Wo soll ich die denn installieren? Sag mir das mal. Bei Flash Factory, ist klar. Aber hier muss es doch irgendeine Stelle geben, wo du die installieren kannst. Man, kannst ja schlecht in die Gegend hier reinpöppeln. Ja. Schauen wir mal. Wir finden wir jetzt einen Spot. Soll ich das Zeug hinklatzen? Das Ding ist halt auch, Leute, ich weiß nicht, wo. Wo soll ich das jetzt hinmachen? Trefft Bertel Fallhammer. Du kannst nicht ohne ihn. So, schauen wir mal kurz, Leute. Das Feuerritterschlott. Jo, Leute, damit willkommen hier zu einem neuen Video Corner. Ihr müsst das direkt mal hinein. War ganz genau hier vorne an der Stelle. Hier müsst ihr einen Beweis platzieren. Hier müsst ihr also hingehen. Dieser Ort ist dann auf der Karte. Auf der Karte genau. Da müsst ihr am Rand von Flash Factory neben dieser Mülltonne ganz genau hier an der Stelle den dritten Beweis platzieren. Das ist dann auch an von Flash Factory. Den dritten Ort müsst ihr nach Flash Factory, das ist ganz am Rand der Karte. Und da müsst ihr am Rand von Flash Factory neben dieser Mülltonne ganz genau hier an der Stelle den dritten Beweis platzieren. Okay. Also am Rand. Okay. Dann machen wir das mal. Dann müsste das hier noch.
hier irgendwo. Ah ja. Hätten wir 1 von 3. Vielleicht können wir sogar noch nach Cat Corner fahren. Obwohl, nee, jetzt ist doch viel zu weit. Nee, nee. Das schaffen wir noch. Dann müssen wir die Runde jetzt zu Ende spielen, Leute. Dann gehen wir nach Cat Corner und tun noch die anderen zwei. Erledigt. Vielleicht finden wir noch eine Legendary-Waffe, damit wir wenigstens unsere andere Aufgabe dann noch fertig machen können. Wäre wichtig. Belastet. So, bis jetzt noch keine Waffe da. Das ist ziemlich, ziemlich belastend. Aber Leute, wir sind schon einfach so weit oben. Also ich glaube wirklich, dass die nächste Woche wahrscheinlich sogar schon Lexa haben werden. Glaube ich wirklich, also. Es zählt uns ja auch nicht mehr so viel bis zu Lexa. Es sind ja noch so krumm. Das ist die Level 73, 74 sowas. Und das sind knapp noch 24 Level oder so. Das Skat können wir vielleicht noch aufrüsten. Vielleicht, aber ich glaub's nicht. Das ist schon ein bisschen kritisch. Dass die Waffenaufrüstungsdinger rausgegeben haben, das ist kritisch. Steht da nur mit legendären? Schaden mit legendären Waffen. Schade, schade, schade. Wenn jetzt mit epischen auch gegangen wäre, Leute, hätte ich gesagt, ja okay, komm. Schade, Marmelade. Boah. Die will mir richtig einen aufdöbeln. Ja, 40er, boah. Bam. Ah, da können wir das gerade mit Zero-Mission machen, oder? Nee. Ich finde sein. Zero da, jetzt ist woanders, glaube ich. Belastend. Dieses Ding aber, wenn man so denkt, okay, du hast es gefunden, dann hast du es doch nicht gefunden. Nee, das ist. Ja. Ja. Ja, warum kriegen wir denn nur epische Waffen? Noch was Goldenes. Nix. Ah, komm on. Noch was Legendäres. Legendäres. Keine epischen Dinger hier. Ja, der dezent Flex, der Booty. Dezent nervig, dass wir bis jetzt nichts gefunden haben. Er hat uns noch hochgenommen. Ein Camper, ey, der auf seinem Stein campt, bis jemand kommt, ey, das ist so ein ehrenloser Stück, Alter.
Immer wenn man eine Legendary-Waffe braucht, Leute, findet man keine. Das ist so asozial. Von dem Game mal wieder, ey. Es gibt's nicht. Leute, mal schauen. Vielleicht zocken wir dann diese Woche auch noch einen Gast. Wieder Fortnite. Mal aber auch mal wieder Nils fragen, ob der vielleicht Bock hat, mit mir vielleicht aufzunehmen. Wäre ganz nett von dem Boy. Also ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat. Ich frage ihn da mal. Ich schreibe ihm ja wieder. Und dann werden wir schon sehen, ob der morgen Zeit hat oder nicht. Samstag hat er keine Zeit, das weiß ich jetzt schon. Und ja. Insofern. Ja. Das ist so. Leute, sorry, dass heute vielleicht gar kein Ass kommen wird, weil das Ding ist, ich habe einfach heute so viel machen müssen, dass ich keine Zeit hatte, irgendwie noch Arm und Ass zu drehen. Also es tut mir wirklich, wirklich leid, aber vielleicht drehe ich es auch gleich noch. Dann, sobald ich hier fertig bin, ein paar Aufgäbchen noch. Muss mal gucken. Und tschüss. Kann der mal aufhören, auf unser Blue Drop hinzucampen? Das nervt mich gerade dezent. Dass der wieder da drauf campen muss, also nee. Kollege Schnürschuh. Bullshit deinen eigenen ab. Ich hab den jetzt mit Schweiß. Alter, wieder ein Rocket Launch. Nein, das brauche ich doch gar nicht. Ein episch zumindest, meine ich. Legendary wäre schön gewesen. Schmeckt halt nicht so alles. Also die Runde ist überhaupt nichts, Alter. Wo hockt der? Er hockt in der Ecke, kommt raus, wenn ich komme und erschießt mich, ja. Ehrenmann, Alter. Also, dem Typen, den kannst du einfach nur sagen, Bro, du hast das Spiel echt nicht verstanden. Aber selber schuld, Bro. Ich hab dir gesagt, wie es läuft. Ich meine, Leute, morgen wird es eigentlich ziemlich entspannt. Und Rakete kommt. Ziemlich eine Rakete wegen dir wahrscheinlich. Ab, Rudi, Alter. Ja, sowas nennt man wohl 3 Punkte. 3 Punkte ziehen. Schon bitter, wenn man so hart getroffen wird. So. Da wurde der Bude mal eben Ops genommen. So viele Leute, das müssen wir auch gar nicht mehr kennen. Nur noch 91. Ja, 91 wahrscheinlich. Nur noch 7 Leute. Ja. 6 mit dem Kill, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich beim Turnier demnächst mit dabei sein kann. Weil das Ding ist, mir fehlen wie immer die Mates. Vielleicht schaue ich auch mal bei Stan auf dem Discord vorbei. Und erkundige mich mal über ein paar Leute. Easy, letzten Kill gemacht hier auch noch. Nein, ich will hier nicht rein. Ich stehe einfach hier. Easy, einfach mal noch durchgezogen, Leute. Ah.
Ja, nee, mal schauen, an was es dann gelegen hat, Leute. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich zurzeit zu viel Cola getrunken habe. Kann auch aber daran liegen, dass ich einfach die letzte Zeit immer wieder Laktose zu essen gekriegt habe und deswegen mein Magen eben drunter leidet und so weiter und deswegen es nicht mehr so gut aufnehmen kann. Müssen wir mal schauen. Also ich werde morgen nochmal eine trinken. Wenn es davon kommt, dann liegt es daran. Aber ich werde morgen auch mal keine Laktose essen. Deswegen werden wir mal schauen. Also es kann sein, das kommt und geht, Leute. Deswegen, ja. Aber nicht, dass ich... Oh, mein Popo tut eben weh, wenn ich mich so bewege und so weiter. Und das ist eben das Schlechte daran. Das sollte nicht wehtun, Leute. Und wenn ich dauernd immer wieder auf dem Klo hänge, dann ist es halt eben... Das ist so ein Ding, ey. Das da... Ist es immer so, dass mein Magen da echt drauf empfindlich reagiert. Vielleicht sogar auf Laktose noch immer noch. Aber das hat meine Zeit lang nicht mehr gehalten. Aber das Ding ist, ich habe meine Zeit lang Laktose gegessen. Aber dann eine Zeit lang nicht wieder. Und Leute, das Ding ist immer, wenn ich mehr Laktose esse, wie ich vertrage, dann kann es schon mal sein, dass ich da voll auf die Toilette muss. Das ist nichts Schlimmes oder so. Mein Magen leert das halt raus, weil er einfach keine Laktose verträgt und so weiter. Und das ist eben der Grund, warum... mein Magen halt da vielleicht etwas abdreht momentan, wenn ich zu viel Laktose esse oder überhaupt generell Laktose esse, weil normalerweise mache ich das eigentlich immer so, ich esse das in geringen Mengen, damit mein Magen wirklich nicht durchdrehen muss, deswegen. Also ich muss einfach mal gucken, Leute, ich kann es nicht genau bestimmen, woran es lag. Ich muss es mal morgen ausprobieren. Also ich werde es euch dann sagen, woran es lag. Wenn es wirklich an der Cola lag, Leute, dann heißt es einfach mal die nächsten Tage erstmal den Süßstoff weglassen. Erstmal wieder hier ganz normal Wasser trinken, bis sich das halt wieder beruhigt hat. Ihr wisst Bescheid und dann, ja. Machen wir einfach mal 2 Wochen Pause und dann trinken wir das Zeug einfach wieder. Dann haben wir das halt hier nur mal so rumstehen. Und dann kann ich ja nach der 2. Woche kann ich dann ja wieder anfangen zu trinken. Kann ich wieder anfangen Cola zu trinken, aber dann halt nicht mehr so viel. Vielleicht immer so mal Tag zwischen Pause oder mal schauen. Halt je nachdem, wie es mein Magen dann wieder aufnimmt. Ob er sagt, okay, ja, hey, jetzt geht's wieder. Oder ob die sagen, nö, Bruder, du musst es noch länger machen, weil ganz ehrlich, dein Magen hält es safe nicht durch. Müssen wir mal gucken. Also, ich probiere es ab morgen mal so. Ah, dass sowas auch immer so unerwartet auftreten soll, das hasse ich. Das mag ich. Vor allem, ja. Ich meine, sowas ist die, sagen wir mal, eine Zeit lang vorher nie aufgetaucht, Leute, dass ich irgendwie die ganze Zeit auf die Toilette musste. Ich hätte immer einen normalen Stoffwechsel gehabt und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so durchdreht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt in letzter Zeit einfach wieder zu viel Laktose zu mir genommen habe. Weil ich meine, ja, Laktoseintoleranz ist jetzt nichts Schlimmes, wovon man sich fürchten muss oder so. Aber es ist halt dezent belastend, sagen wir es mal so. Weil ich meine, du willst ja auch nicht 24/7 auf dem Klo verbringen. Du willst ja auch mal andere Dinge machen, ne? Deswegen. Wundert euch da nicht drüber, Leute. Aber ich werde einfach mal gucken. Morgen einfach mal Laktose weglassen. Sicherheitshalber trinke ich mal Cola drauf. Morgen. Aber wenn es wirklich von der Cola kommt, Leute, dann werde ich eben Cola die nächste Zeit weglassen. Und dann, ja, wird sich das auch wieder bewegen. Weil, ich meine, in Cola ist ja auch jede Menge Süßstoff drin. Dann kann man das schon verstehen, warum das dann nicht mehr geht. Wenn man jeden Tag Cola trinkt und nichts mehr anderes, dann ist es auch, ja, plausibel, warum man dauernd so oft aufs Klo muss. Weil da ist ja auch jede Menge Zucker drin. Ah, Leute, wir probieren das morgen einfach mal nochmal aus und wenn es dann wirklich, wirklich nicht gehen sollte, dann lassen wir es. Aber ich will jetzt erstmal noch abwarten. Man
keine voreiligen Schlüsse ziehen, einfach mal chillen, relaxen, warten, bis das alles so ist. Was jetzt geil gewesen wäre, wäre jetzt, wenn dann noch eine goldene Minigun rausgekommen ist, Leute. Ich habe hab letztens so oft eine goldene Minigun gezogen, das ist wahrscheinlich mehr probiert. Jetzt sehe ich halt überhaupt nichts. Ich habe nichts gefunden bis jetzt. Das ist seltsam. Eliminierung mit Scharfschützengewehren, jo. Und dem Auto, das wollen wir auch jetzt nicht mehr machen. Das wird jetzt für lange dauern. Naja, einfach kein Glück. Einfach kein Glück. Stellt euch mal vor, die wären jetzt so asozial gewesen und hätten gesagt, ja, nur wegen der wöchentlichen Aufgabe nehmen wir das jetzt raus. Das wäre jetzt so asozial. Oh, oh. Da versucht schon jemand die Aufgabe zu machen. Ey, die Dragon Shotgun in Lila. Ich brauch die aber nicht in Lila. Ich brauch die in Gold. Heady. Ist da. Weg mit euch. Okay. Och, Digga, das ist doch jetzt maximal Arsch jetzt hier, oder was? Ich finde hier einfach keine goldenen Waffen. Das ist doch echt maximal lame, ey. Fortnite will mich heute offiziell pranken, Leute. Die wollen mich wirklich, wirklich hops nehmen heute. Ich weiß nicht, was ich denen getan habe, aber ganz ehrlich, die wollen mich heute einfach nicht hier das durchziehen lassen. Schade. Epic habt euch einfach keinen. Nee. Wahrscheinlich haben wir heute einfach kein Glück, das ist. Alter, er kommt direkt runtergesprungen, direkt Crank Shotgun und Eddie. Ja, moin Meisterbruder, da hättest lieber oben auf dem Baum bleiben sollen oder vielleicht seiten sollen. Das wäre vielleicht gesünder gewesen. Anstatt hier gleich ins Quecht reinzugehen und hier mit der Dragon Shotgun einen aufs Maul zu kriegen. Also, so ganz gesund war das doch im Endeffekt doch nicht mehr. Naja, er hat's ja wissen müssen, Leute. Er hat sich darauf begeben oder beziehungsweise es gewagt, mich anzugreifen und dann muss er halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Aber dieser random Schuss, der war ja richtig asozial. Schade, dass es keine Aufrüstbank mehr gibt, Leute. Sonst könnten wir nämlich die Dragon Shotgun jetzt nämlich in Gold umwandeln. Aber dann müsste man so zu so einem Typ gehen und das ist schwierig. Ah, ärgerlich. Camper, Alter. Natürlich. Sie killt mich direkt. Muss los, Brudi.
Das war ja so klar gewesen, Alter. Selber, ne? Nackt. Och, bruh. Ich hab mir gerade selber den Todesstoß gegeben. Ah. Schmerzhaft, das mit allen Sinn zu wissen. Nein, meins, meins. Idiot. Da muss los. Jetzt haben die wirklich extra wegs diese Aufgabe alle Waffen rausgenommen. Vom legendären Häufigkeitsgrad. Das ist doch. Fies. Joa, der hätte lieber lecker. Dann müssen wir das wohl in Solo noch mal probieren. Schach. Was, Alter, das ist ja. Fortnite hat schon direkt dran gedacht und hat sich gedacht: Ja, nee, die Leute sollen das nicht so einfach absolutieren. Die sollen sich da schon etwas dafür anstrengen oder so. Sonst werden die uns ja legendäre Waffen noch geben. Aber nee, das haben die locker rausgenommen. Oder beziehungsweise noch mehr verringert, damit es gefühlt niemand findet oder so in der Art. Damit maximal hier Tryhard abziehen, Alter. Ja, Leute, ich sehe es doch schon. Die haben einfach die Legendary Waffen rausgekommen. Oh, Kreuzkampf, was? Yeah, baby, yeah, oh, oh. Oh Gott, here we go again, here we go again. Oh, Mann. Leute, wenn wir jetzt noch die Runde das schaffen, ey, das ist ja zu krank. Ey Leute, dann hätten wir Level 51 completed. Leute, das wäre maximal schmeckt. Nee, Kollege. 10-stellig? Okay. 2-stellig. Okay, wir brauchen Schaden, wir brauchen Damage. Nein, Leute, die Runde ist so kurz. Warum? Sieht bis jetzt gar nicht übel aus. Wir haben schon fast die 1000 voll. Leute, dann machen wir gleich noch eine Runde und dann hoffentlich finden wir nochmal eine Legendary. Boah, ja, warum muss er mich dann noch killen, während ich die Hits drücke? Sowas ist wieder belastend, wenn die Leute einfach nur noch.
kurz vor 1000 stehen geblieben, was? Wir haben hier noch den Hit gedrückt. Okay, Leute, eine Runde machen wir noch, eine Runde machen wir noch. Und dann beende ich das Video auch an der Stelle. Puh. Ah ja. Also Leute, ich muss heute noch ein bisschen in die Aufgaben reinsweaten, sonst wird es nix. So. Okay, jetzt bauen wir eine Karre. Ganz wichtig. Die Aufgabe hier fertig zu machen. Aber wenn hier kein Auto steht, wie soll ich das dann machen? Ich bringe ein Fahrzeug von Steam Stacks bis nach Plastic Rock.
So Leute, wir betanken das Auto gerade. Und schauen, dass wir das jetzt hier durchziehen. Kommt schon Leute, das schaffen wir noch, die Mission. Ich bin mir sicher. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich sollte vielleicht... Nein, ich will es nicht verlassen. Ja. So, einmal hier. Steam jetzt. War ja wieder klar gewesen, ne, dass wir das nicht schaffen. Einfach zu wenig HP gehabt. Wir hätten den Laster früher holen sollen oder so. Das hat uns so richtig behindert. Nee, Kollege, das ist meiner hier. Du kriegst den auch nicht, Alter. Was ist denn mit euch? Zeit, Alter. Feuer! Klapp, Alter. Zeit. Scheiße. Nein. Ey, warum tut mein Fortnite jetzt crashen? Mann. Digga, sag jetzt nicht, der PC ist jetzt auch noch abgeschmiert, Digga. Wenn der jetzt auch noch abgeschmiert ist, dann bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Digga, einfach Fortnite ist abgeschmiert, Leute. Naja, ich beende das Video auch an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dass Fortnite direkt dann jetzt abschmieren muss, das musste doch jetzt nicht mehr sein, oder? Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Sorry dafür, dass es jetzt abgeschmiert ist, aber da kann ich echt nichts dagegen machen. Es ist einfach so, wie es ist jetzt, Leute. Ich kann da echt nichts damit machen. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch allen noch heute einen schönen Abend für die, die natürlich schon frei haben oder die jetzt morgen einfach keine Schule haben. Ich wünsche euch allen schon mal viel Spaß und so weiter und so fort. Und, ja. Nur noch morgen, Leute, dann habt das hinter euch. Dann habt ihr endlich Wochenende. Vielleicht manche auch schon Ferien. Und die anderen müssen halt nächste Woche noch in die Schule. Oder haben halt nächste Woche nur noch kurz Schule und dann auch schon Ferien. Auf jeden Fall, Leute, genießt die schöne Zeit. Auch die Weihnachtszeit, Leute, ist die schönste Zeit. Im Jahr, Leute, da kommt man sich familiär immer näher. Und, ja, Leute, seht es nicht so schwarz mit Weihnachten dieses Jahr. Es ist schon klar, dass der Weihnachtsmarkt jetzt nicht stattfinden wird in allen Ländern. Und das findet man auch sehr, sehr schade. Aber was soll man machen, Leute? Es ist einfach so, wie es ist.
Auf jeden Fall, Leute, euch auf jeden Fall jetzt allen noch einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns entweder morgen oder vielleicht drehe ich heute noch ein Video, je nachdem, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Peace.